Ja, wir haben jetzt hier die Tabelle C aus Aufgabe 922 und bei dieser Tabelle C sind nur die Zeilensummen und die Spaltensummen gegeben und wir wollen jetzt das Innere der Tabelle ausrechnen. Ja, die Frage ist, was kommt hier hin? Wie rechnen wir das aus? Wie rechnen wir das aus hier? Ja, das ist richtig. Also Sie rechnen 6 mal 12 durch 36 und das ist 2. So, stopp. Und wenn Sie die 2 gerechnet haben, dann brauchen Sie den Rest gar nicht mehr so rechnen, sondern Sie können das über die Zeilen- und Spaltensummen rechnen. Wir rechnen den Rest jetzt trotzdem nochmal so, aber nur zum Wissen, einen gerechnet, den Rest einfach hingeschrieben, ist okay in der Situation. So, was kommt hier hin? Ja, rechnen wir 30 mal 12 durch 36. So, das wäre also hier die 2, dann kommt hier die 10 hin. So, was kommt hier hin von der Logik her? Was kommt hier? Völlig richtig. Und das ist dann 4. Und da kommt die 4 hin. Und jetzt, was kommt hier hin? Jawohl, 24 mal 30 durch 36 und das wären dann hier die 20, die kämen hier hin. Gut, also das heißt, Sie sehen, Sie sind sofort in der Lage, von einer Tafel, wenn nur die Zeilen- und Spaltensummen gegeben sind, den Rest auszurechnen. Das ist kein Problem, das kriegen Sie sofort hin. Und sowas, das ist typisch an Ihrer Seminararbeit, eine Aufgabe dieser Art dann zu machen.